Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ablauf ist stets der gleiche. Ein Fremder schlachtet Einheimische ab, man übt sich in Betroffenheitsritualen, setzt Trauerminen auf, fordert eine Verschärfung des Ausländerrechts und natürlich hunderte Millionen für Integrationskurse. Und auch das gerade stattgefundene Schauspiel ist so typisch. Alle wollen sich übertreffen in neuen ausländerrechtlichen Verschärfungen. Doch während in der Vergangenheit so dann keine Konsequenzen folgten, greift die Frau Innenministerin in Besteckkasten der Totalüberwachung. Welcher Talauer beantragt eine waffenrechtliche Erlaubnis für sein Klappmesser? Welcher Islamist lässt sich durch Islamkonferenzen zur Verfassungstreue erziehen? Welcher zugewanderte Messermörder wurde bisher durch ihre halbherzigen Grenzschutzmaßnahmen gestoppt? Der milliardenschwere Aufwuchs im Sicherheitsbereich wäre überhaupt nicht vonnöten, wenn Sie das Morden und den Terror an unseren Grenzen abgewiesen hätten. Solingen, der Kampf gegen den Islamismus, das Beschwören der wehrhaften Demokratie, alles ist bei Ihnen letztlich Geschwätz. Das wirksamste Mittel gegen das Morden in unserem Land haben die Bürger aber bereits entdeckt. Es lautet gerechter Zorn statt Betroffenheitsvisagen, Abschiebeflieger statt Migrationsberatung, Björn Höcke statt Solingen.